Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Aller Lobpreis gebührt Allah, der in seiner Macht die dunkle Nacht hinweggenommen hat und in seiner Gnade den sichtgebenden Tag gebracht hat. Er hat mich in seiner Heiligkeit bekleidet und mir seinen Segen gewährt. O Allah, gerade so wie du mich an diesem Tag verschont hast, so verschone mich auch an seinesgleichen. Und segne den Propheten Muhammad und seine Familie. Und quäle mich nicht an ihm und in anderen Nächten und an anderen Tagen, indem du mir erlaubst, unerlaubte Handlungen zu begehen und mich in Sünden zu kleiden, und gewähre mir sein Gutes. Das Gute von allem an ihm und das Gute von allem nach ihm, und wende sein Übel von mir ab, das Übel von allem an ihm und das Übel von allem nach ihm. O Allah, beim schützenden Vertrag des Islam suche ich das Gespräch mit dir. Bei der Unverletzlichkeit des Koran vertraue ich auf dich. Bei Muhammad, dem Erwählten, Allah segne ihn und seine Familie, suche ich die Fürsprache bei dir. So anerkenne meinen schützenden Vertrag, durch den mein Bedarf hoffentlich gewährt wird. O Barmherzigster aller Barmherzigen, O Allah, verfüge für mich am Donnerstag fünferlei, was niemand umfasst außer deiner Großzügigkeit, und niemand unterstützt außer deinen Gnaden erweisen. Gesundheit, durch die ich die Kraft habe, dir gehorsam zu sein. Anbetung, durch die ich deine reichliche Belohnung verdienen kann. Reichtum in meinem Zustand, durch erlaubte Versorgung. Und dass du mich sicher sein lässt an den Orten der Furcht durch deine Sicherheit, und mich in deine Festung lässt vor dem Angriff von Befürchtungen und Sorgen. Segne Muhammad und seine Familie. Lass mich seine Fürsprache suchen als ein Fürsprecher, der am Tag der Auferstehung von Nutzen ist. Wahrlich, du bist der Barmherzigste aller Barmherzigen.